Hi und willkommen zu einer neuen Episode auf DogRockers TV. Heute möchte ich mit den Hunden Skateboard fahren üben oder besser gesagt, wir fangen an, diesen Trick zu üben. Ich habe vor ein paar Jahren den Trick mit meinem Aussie Peach schon mal angefangen und die Fatey hat da natürlich auch mittrainiert. Aus irgendwelchen Gründen habe ich dann damit aufgehört und nicht weitergemacht. Und ich habe heute beschlossen, damit wieder anzufangen und ich nehme dich mit beim Training. Also du kannst unsere Fortschritte verfolgen und dann hoffentlich am Ende den fertigen Trick sehen, wie die Hunde, also natürlich einzeln auf dem Skateboard, ein Stück mit dem Skateboard über die Straße rollen. Okay, dann starten wir jetzt mal los mit dem Training, gucken, was passiert. Ich fange mit dem Skateboard erstmal auf der Wiese an, damit es nicht so schnell wegrollt natürlich und die Hunde erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wenn sie da drauf stehen, dass sich das Ding auch bewegt. Okay, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Okay, dann starten wir mal mit dem ersten Versuch und blöderweise rollt das Skateboard jetzt nicht. Also wir haben zu wenig Anlauf genommen. Der Boden ist etwas uneben und wenn die Rollen dann in einer Vertiefung stehen, dann rollt das Skateboard natürlich auch nicht mit zu wenig Anlauf. Also nehme ich etwas mehr Anlauf und dann auf Höhe des Skateboards halte ich an, sodass Faye auch ins Bremsen kommt und dann dadurch mit dem Skateboard einfach ein Stück nach vorne rollt. Genau, jetzt hat es ganz gut funktioniert und ich belohne sie dann auch am besten oder wenn möglich immer auf dem Skateboard, damit sie auch lernt, auf dem Skateboard zu bleiben, ist cool, weil da gibt es auch das Futter und sie muss nicht irgendwo anders hingehen. Würde ich auf Höhe des Skateboards nicht plötzlich anhalten, würde Faye auch einfach nur über das Skateboard rüberlaufen und das ist ja nicht das Trainingsziel, sondern sie soll ja dann auf dem Skateboard bleiben und mit dem Skateboard ein kleines Stück fahren. Okay, so der Plan. Man merkt, dass Faye das schon mal gemacht hat. Also sie weiß eigentlich, worum es geht. Sie hat auch voll Bock drauf, das zu machen. Ich kann sie kaum halten, da immer auf das Skateboard drauf zu springen. Hier auf der Wiese ist es nicht ganz so gut am Rollen. Aber wenn wir genug Anlauf haben und ich im richtigen Moment am Bremse, dann rollt sie natürlich auch ein Stück auf dem Skateboard. Aber ich glaube, dass sie auch schon ein ganz gutes Gefühl dafür hat. Ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen auf der Wiese weiter üben, damit sie einfach noch ein besseres Gefühl dafür bekommt. Und dann auch bald schon mal auf der Straße probieren. Ich denke, das sollte sie hinbekommen. Und mit Kitu mache ich das natürlich auch noch. Der hat gerade nur was anderes zu tun. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn dir das gefallen hat, das Video, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ganz wichtig, Daumen nach oben. Und wenn du das erste Mal hier bist, dann abonniere meinen Kanal und drücke auf die Glocke. Dann verpasst du auch kein neues Video mehr, das ich hochlade. Und dann, wenn du den Trick auch mit deinem Hund machen möchtest, viel Spaß beim selber trainieren. Bis zum nächsten Mal. Dein Sven.